So, meine Lieben, bin jetzt eingecheckt in unser Zimmer. Ins Hotel Vista, glaube ich, heißt das. So schaut es aus. Andere zeigen wir euch gleich. Hier ist zum Waschen. Das Bad ist hier. Nicht schlecht. Regendusche. Schön gemacht. Super. Und dann zeige ich euch das Beste. Kommt natürlich immer am Schluss. Schauen wir mal. So. Das ist der Ausblick zum Meer. Und hier auch noch mal, was will man mehr? Geil. Das gefällt mir. Das Hotel ist nicht das günstigste, aber wie gesagt, besser wie ein anderes, wo wir vorher waren. Das war nicht so toll. So, auch mal kurz vom Balkon. Da hinten sind ein paar Schiffe, ein paar Boote. Gefällt mir. Und wir sind hier im 7. Ganz gut. Was gibt es zu sagen hier in Mersin? Sehr große Stadt, eine Millionenstadt. Und gehen wir schnell rüber, oder? Wir gehen schnell über die Zebrastreifen. Das gleiche wie in Alanya, halt keine Ahnung. Aber riesengroß. Das ist ja Wahnsinn hier. Also wie Antalya, noch ein paar Ticken größer. Jetzt mal schauen, ob wir was zum Essen bekommen und dann schauen wir weiter. Hier, schöne Moschee hier. Und ja, mal sehen. Hier könnt ihr mal die Preise sehen. Ein bisschen günstiger wie in Alanya. Das waren Brotpreise, falls ihr das nicht gesehen habt. So, jetzt sind wir hier eingekehrt beim Tantuni. Mal schauen, ob es schmeckt Orhan Usta Tantuni in Mersin. Was anderes habe ich jetzt leider so schnell nicht gefunden. So, die erste Ladung Gras ist da. Mal schauen, was das alles ist. Ja, alles grün und ein bisschen rot dazu. Passt. Mal schauen. So, der Tantuni ist da. Fladenbrot. Und Dürüm. Und da auch. Ja. Das gleiche. Schaut gut aus. So, jetzt befinde ich mich hier am Hafen, Marinehafen, und es ist ziemlich groß, die Stadt, es gibt viel zu sehen, und hier wird Fitness gemacht, trainiert, aber die trainieren oben Spinning. im Dunkel. Spinning? Hier. Ja. Die trainieren im Dunkeln, keine Ahnung warum. So. Hier kann man scheinbar gut essen. Hafen, das ist eine Oberliga-Türken. Die, wo Kohle haben, ist auch nicht schlecht. Mal schön sowas zu sehen. Ja, nicht schlecht sowas. Zur Oberliga meinte ich schon, solche Luxus-Schlitten hier auch. Mercedes, Audi, Porsche, Porsche, BMW, und die sitzen da drin. Das sind aber alles türkische Nummern. Hier da hinten ist, der ist auch ein Türke. So schaut es aus hier. Oberliga. Nicht schlecht. So, hier für die Oberliga, die sitzen alle hier. Hier kann man dann schön Fisch trainieren. Und
schön feiern, wie man hier sieht, die Elite. Die Elite von der Türkei, siehst du hier. Wahnsinn, einfach Wahnsinn, was es gibt. So, ich bin begeistert von diesem Platz. Eigentlich wollte ich ja hier herkommen, wo ich im Google geschaut habe. Aber dank mir, ach, wieder Fisch, keine Lust. Hier. Jetzt müssen wir hier wieder durch. Ja. Aber ist nicht schlecht. Es gibt arme Türken, und es gibt reiche Türken, reiche Türken, reiche Türken, genau. So. Und Mittelschicht gibt es, glaube ich, nicht. Also, da braucht ihr nur hier schauen. BMW, Audi, schlechteste war jetzt, glaube ich, ein Polo. Oder Seat. Seat. Also hier gibt es alles. Ja, ist auch nicht schlecht, so etwas mal zu sehen. So, einmal Bayman, Biscuit Club. Keine Ahnung, hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Das ist quasi wie so ein Einkaufszentrum. Umgeben von ja, ein paar super teuren Geschäften, so wie bei uns halt. Aber das schaut doch mal schön aus hier, oder? Auch nicht schlecht. Das ist, hier gibt es Sushi. Hier könnte man reingehen, schau. Sushi essen. Das ist so wie bei uns das Village oder das, wie heißt das andere? Outlet, ja. Brasserie. Ja, sowas ähnliches, oder? Hier wird halt gefeiert, was das Zeug hält. Mit schöner Musik. Das ist doch romantisch, mit Holzofen. Ja, da gehen wir hin. Da sollten wir reingehen. Einmal Guess. Hier ist auch noch ein Eingang. Hier gibt es Taschen und Geldbeutel. Willst du nicht? Willst du nicht schauen? Muckst nicht. Muckst nicht oder kannst nicht. Hier ist der Eingang. So. Das ist hier Yves Rocher, aber es ist immer gut, jemanden hier zu kennen. Deswegen sind wir eigentlich hier, um einfach einen Besuch abzustatten und mal schauen, was wir machen. Vielleicht Shisha rauchen. Okay. So, hier geht's weiter. Aber es ist schon groß. Gibt es auch ein paar Geschäfte. Alles Luxus. Hier steht mein Boot. Weiß nicht, wie das hierher kommt. Aber es steht hier. Mal schauen, wie wir das wieder wegschleppen. Ja, okay. Ja, was ich entdeckt habe, ist eine Ladestation, aber wie viel Kilowatt die hat, steht gerade nicht dran. Keine Ahnung. Also auch nicht schlecht sowas. Weil hier fahren ja auch einige Teslas rum. Nicht schlecht. Hier gibt es was für Kinder. Da können sie lernen, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Man fährt da mit den Autos rum. Habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Also muss ich sagen, top. Nicht schlecht. Sehr gut gemacht. So schaut es aus. Hier gibt es einen schönen Park.
zum Sitzen. Zum Grillen wahrscheinlich. Wahnsinn. So, jetzt gehen wir in die Shisha-Bar. Oh, das ist so schön hier. Alles schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. So, einmal Shisha rauchen. Mal schauen, wie es hier ausschaut und ob die was taugen. Die Shisha ist am Start. Nach 66. Ein türkischer Kaffee, hier Limonade und dann hier ein schönes heißes Getränk. Und das ist irgendwas Fremdes, keine Ahnung. Habe ich noch nicht gesehen. Mit Schokolade. So schaut das Frühstück aus. Jetzt hier ein bisschen Suppe, Eier, Salat. Passt. So sieht das Frühstück aus hier. Man hat alles, was man braucht. Noch einen Apfel und eine Mandarine. Nehmen wir die hier. Die schaut besser aus. So. So schaut es aus. Eier und so weiter, Käse, also das übliche Frühstück. Ja, so. Genau. Frühstück kann man hier sehr gut, Tee gibt es, Saft, Kaffee und so weiter. Wir gehen jetzt und schauen, was es noch gibt. So schaut der Strand in Mersin aus. Lauter Sand, aber viel Müll. Oder findest du nicht? Schau mal. Oder ist es vom Wasser angespült? Schon krass. Hinten lauter Schiffe. Ja. Hinten hat man Zypern gesehen heute Morgen. Beim Sonnenaufgang. Schau mal, die Strandpromenade ist auch nicht schlecht. Sowas ist nicht schlecht, oder?